Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Live in the Woods. Ja, wir werden heute wieder sterben. Ja, genau, weil ich schon mal so gut beginne. Nein, ich wollte eigentlich unser Zeugs holen gehen, aber ich fürchte, ja, der Tod. Der Tod ist überall und ja, ich habe keine Ahnung, ob wir überhaupt lebend zu unserem Grabstein hinkommen. Ha! Weil, ja, ich bin ja wieder mal verreckt. Ich weiß auch jetzt gerade überhaupt nicht, ob ich richtig laufen tue. Es schaut richtig aus und selbstverständlich leckt es wieder an allen Ecken und Enden. Ah, ja. Machen wir ein bisschen mit Sprint und so. Hier mal. Ah, das war zu viel Sprint. Hui. So. Wo ging es denn hier rauf? Hier? War das da? Hallo, Händel. War das hier? Nö, hier ist verkehrt. Wartet mal kurz. Es ist fürchterlich. Einmal geht's mit ihm, einmal nicht. So, jetzt geht's wieder besser. Einmal mit Shader ist gut, einmal ohne Shader. So wurschteln wir uns halt hin und her. Was soll's. So. Hüp. Da da dam da 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 da. Da da dam dam da da da. So. Und hüpf, 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 hüpf. Hüpf, 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 hüpf. So, mein Grabstein. So, welches Untier lebt hier noch? Ich fürchte zu viele. So, mal das Werkzeug holen, das ist mir am wichtigsten. So. Die Eier. So. So. Die auch. Und Erde. So. Den haben wir weg. Wenn's geht. Passt. Und dann wäre hier Stein nicht so schlecht. Was haben wir da? Quarzit. Was haben wir da? Da kann man nichts draus bauen. Hellgrüner Stein. Hier wäre auch eine schöne Höhle gewesen zum Wohnen. Ich schau mal, ob es hier zu Bruchstein wird. Schaut danach aus. Ich hoffe sehr. Oder? Nur hellgrüner Stein. Mist. Wie schaut es mit dir aus hier? Quarzit. Der wird Bruchstein, das ist gut. Bam, bam. Bam, ba, 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 ra, ram. Ba, ra, ram, bam, bam. Und ich habe schon wieder Hunger. Es ist ja krass. Oh, schön weitermachen. Ich will wenigstens mal einen Ofen haben. Na, ach Gottchen, jetzt bin ich verrutscht. Ich werde aber gleich wieder sterben, weil ich so hungrig bin. Dass du da Hunger hast, ist krass, ey. Aber ich glaube, das Problem haben alle. Und es leckt schon wieder. Händel! So, wie viel haben wir? 10, das reicht schon mal. Können wir uns wenigstens einen Ofen bauen? Jetzt ist nur die Frage, was bist du? Honigwolfsmilch, das ist auch nur eine Blume, oder? Ja. Es tut mir so leid. Ich will die nicht schlachten. Hühnchen sind doch Nutztiere. Gibt's da nicht was anderes, was man essen kann? Ist das Honig? Na. Aber ein Schwammerl. Normal vielleicht kann man aus dem auch Suppe kochen. Das wäre super. Boah, das sind so schöne Blümchen. Was? Warte. Ja, natürlich bin ich verreckt. Weil ich Hunger habe. Im echten Leben auch. Wow, wo bin ich denn hier? Oh mein Gott.
Wo bin ich denn jetzt hier? Ich kann das ja nicht zerhauen mit der Hand. Hallo? Ach, Erde. Gott sei Dank, es gibt hier Erde. Mann, man spawnt hier auch an den unmöglichsten Stellen, muss man echt sagen. Ach, Gottchen. Na, super. Irgendwie wird das Loch auch immer tiefer, habe ich das Gefühl. Eigentlich spawne ich immer an derselben Stelle, wenn ich es genau überlege, nur immer tiefer. Keine Ahnung, warum es immer tiefer runtergeht. Vielleicht ist es auch schon eine Art Bestrafung dafür, dass ich so fehle. Das könnte es sein. Und ich sollte vielleicht auch nicht sprinten die ganze Zeit, ne? Denn durch Sprint, glaube ich, wird man auch noch mehr hungrig. Ah ja. Schwammerl. Gibt es noch mehr Pilze? So ein Fliegenpilz wäre cool. Ich glaube, den einen, den ich noch habe, werde ich irgendwo anpflanzen. In der Hoffnung, dass er sich gut vermehren tut. Das wäre ganz famos. Das wäre super. Wo ist jetzt eigentlich meine Leiche? Irgendwo da hinten im Wald, ne? Ach Gottchen. Habe ich schon mal gesagt, ach Gottchen? Könnte ich momentan mehrmals wiederholen. Das ist auch nur eine hübsche Blume. Alter, mein Magen. Mein Bauch knurrt. Halt, bin ich da richtig? Na, bin ich nicht. Irgendwie bin ich voll verkehrt und voll falsch. Wieder mal. Hä? Darüber hätte ich gemusst. Da muss ich rauf. Ich brauche Fackeln. Ich muss mir mal den Weg markieren, dass ich mich besser orientieren kann. Alter, was du da... Hüpfen braucht auch so viel? Ach du liebe Zeit. Ach ja. Ein Tintenfisch. So. Dum, da, dum. Hier irgendwo sollte eigentlich... Ui, Bambus. Nehme ich auch mal was mit. Der wächst auch wie Unkraut. Schwammerl. Da oben ist unsere Leiche. Boah, ey. Schwammerl. Ja. Super. Da ist auch noch ein Schwammerl. So, vielleicht können wir ja bald mal überleben. Das wäre echt super. Was bist du eigentlich? Ein Baumfarn. Okay. Er hat einen Farn gelassen. Oh. Ja. Sind die Steine noch alle da? Hm. Schaut nicht aus. Oder doch? Da. Wohl passt alles. Bei dem ganzen Gerümpel habe ich sie gerade nicht erkannt. Wenn ich jetzt den Grabstein zusammenschlage, müsste es nochmal schneller gehen, oder? Dann brauche ich ja nur aufsammeln, oder? Theoretisch. Vielleicht. Ist das möglich? So, da die Spitzhacke jetzt eh schon bald kaputt ist. So, machen wir den Grabstein noch kaputt. Pilzgarten. Ah! Okay. Okay. Was bist du? Eine Blume. Da haben wir noch Pilze. Schön, schön. Schön, schön. So, komm nur mit. Ach ja. Da haben wir wieder eine schöne Blume. Schachblume. Aha. Und hier? Was ist denn das? Kürbisgarten. Kürbis! Wir haben Kürbis gefunden. Kürbis, endlich mal was zu essen. Winterkürbis und normaler Kürbis und Gurke. Oh, wir können endlich was anbauen. Mal bin ich glücklich. Ich freue mich gerade so über Kürbis. Teufelszunge, das ist nur eine normale Blume, oder?
Ja, roter Farbstoff. Was zu essen? Ich bin schon überlegen, ob ich schnell nach Hause laufe. Baumfreund. Aha. Was bist du? Stoffgarten. Baumwolle. Wächst am besten im Wald. Aha. Okay, ich habe einen Mordshunger. Einen richtigen Mordshunger. Ich werde jetzt heimgehen. Boah, aber die eine da, die muss ich mitnehmen. Oder ja. Ja, die nehme ich mit. Die ist so schön. So eine hübsche Blume. Vielleicht passt es ja mal, dass wir einen Blumentopf basteln können. Und dann können wir die da nämlich reinstopfen. Jawohl. Was bist du eigentlich? Bist du Spinat oder so? Blattgarten. Noch mehr zum Essen. Noch mehr zum Essen. Ich bin so glücklich gerade. Ich tu die Blume weg. Komm her, essen. Ich brauche Essen, Essen. Was bist du? Eine Muschelblume. Solltest diese. Wie hieß die noch gleich? Warte, den tue ich weg. Okay, geht den immer. Warte, ich muss zurück. Oh Gott, es wird dunkel. Ich muss ganz dringend heim. Ich hab was auf dem Herd stehen. Jo. Unsere Pilzsuppe steht am Herd. Oh Gott, ich komme nie mehr heim. Wow, langsam, langsam. Nicht zu hastig, Jacqueline, sonst kotzt du wieder. Ich vergiss das nämlich immer. Bären, der den immer noch mit. Scheiße. Den tun wir weg. Zucker-Dings habe ich genug. Du das Ding weg, damit ich die Bär. Na, die Beere will ich haben. Ach, du bist so ein. Die Beere. Ja, genau die. Boah, ey, jetzt muss ich mich beeilen. Oh Gott, bitte nicht sterben. Okay. Okay. Wow. Das geht, das klappt, das klappt, das klappt, das klappt. Oh Gottchen, nix wie weg. Wo ist mein Zuhause? Ich weiß es doch nicht. Schwammerl. Den einen nehme ich noch mit, dass sie Platz haben zum Wachsen. Bitte keine Monster. Bitte nicht verhungern. Bitte nicht sterben. Mein Rucksack ist voller Beute. Ich habe keine Ahnung, wo unser Haus ist. Hexe. Hexen sind die aller. Hey, du sollst laufen, nicht kriechen, oder? Schau, es ist schon soweit. Hab schon aufs Maul bekommen. Ist schon soweit. Ich weiß nicht, wie die das anstellt, dass die mich immer so gut treffen kann. Wo ist unser Haus? Hallo? Du hast keine Chance zum Entfliehen. Das klappt nicht. Es war wieder so klar, dass ich krepiere. Jetzt habe ich einmal fette Beute gemacht und was ist? Weib. Wie immer. Verrecke! Ich höre so richtig das Spiel. Ha, oh, die Zocke hat was gefunden. Jetzt krepieren wir, jetzt lassen wir sie wieder sterben. Mit teuflischem Gelächter. Ich kann es so richtig hören. Hör auf, mich anzuschießen, du Mistviech. So. Es war wieder so klar, dass ich nicht lebend heimschaffe. Ich war wieder zu gierig. Ich gebe sie selber zu. So, aber bin ich nicht da oben, da irgendwo verreckt? Ach Gott, diese Zombies. Ich mag keine Zombies. Zombies sind fies. Zombies sind scheiße. Halt. Boah. Ja. Und es leckt wieder. Ich glaube, ich muss mich mal nach zu Hause verstecken. Ich wäre fast daheim gewesen. Schau, da drüben ist der Grabstein. Wenigstens ist er nicht weit weg. Boah, ey, Sicherheit. Schau, da sind wir verreckt. Ein paar Meter hätten wir noch gebraucht. Ne, ist ja nicht so schlimm. Ja, ich muss optimistisch bleiben. Boah, ich hasse es. Vielleicht kann man mit Baumwolle ein Bett machen. Boah, wird das schön. Wird das toll. Unser eigenes erstes Bettchen. Boah, wird das schön. Wir müssen nur ausharren, bis es wieder morgen ist. Boah, das wäre so cool. Das ist mein nervöser Fuß, Entschuldigung, falls man das Klopfen gehört hat. Musste mich auch diese Kackhexe erwischen, ne? Blöde Misthexe. So, können wir da irgendwas machen? Irgendwas Sinnvolles? Nein, weil das alles drüben ist. Jawohl, wir können einmal noch Schwammerl machen. Machen wir noch einmal Schwammerlsuppe. Ma, ich mag Schwammerlsuppe. Boah, ich krieg voll selber Bock drauf. Oi, oi, oi. So.
Und lecker Schmackerschmatz. Ja. So. Super. Boah, wenn wir die Sachen wieder kriegen, werde ich hier oben versuchen, irgendwie einen Garten anzulegen. Da habe ich mir schon gedacht, auch so auf einer Baumkrone vielleicht. So mit Stufen runter, hier vielleicht nicht, aber dann so mit Erde, ne? Vielleicht klappt das ja. Und Wasser. Boah, wie kriege ich jetzt Wasser irgendwo hin? Ah, da muss ich zuerst doch unten bauen. Irgendwo in so einem Wasserloch. Werde ich zuerst so machen müssen. Aber irgendwann möchte ich gern hier oben was haben. So einen kleinen Garten vielleicht. 13 FPS. Wie gibt's das? Das ist hier nur 13. Ich meine 16, 13, 9. Wie geht das? Krass. Ich bin hungrig. Ja. Im Real Life auch ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Aber es dauert noch ein bisschen, bis es zu Mittag was gibt. Ja. So einen Busch kann man hier nicht pflanzen, denke ich mal, ne? Da braucht man schon Erde dafür. Warte mal. Hätten wir, haben wir nicht. Ich probiere jetzt mal was. Einfach nur so, weil es lustig sein könnte. Lustig ausschauen könnte. Einfach mal so. Das geht echt. Ah, perfekt. Dann würde meinem Plan ja nichts im Wege stehen. Hier oben so ein Feld zu bauen. Über den Baumkron. Darüber vielleicht, da drüben. Die wäre fast gleich hoch wie hier. Schau, wie das wächst. Gewürzbaum. Ich bin so ein Pfosten. Ich hätte das gleich machen können. Mit diesen Beeren, die wir da gefunden hatten. Kann man hier sonst noch was machen? Amerikanischer Seehafer. Zuckerrohr. Schwarzeicheinsetzling. Am Baum kann man da nicht anpflanzen, oder? Aber die Blume, die nehmen wir mit. Damit sie schöner, ein bisschen schöner ausschaut. Schau so. Ah jo. Ha, das ist doch hübsch. unser erstes Hochbeet. Genau. Richtig Hochbeet. Ja, ja. So was werden wir uns bauen. Oder vielleicht da hinten dann irgendwie mal hier so abholzen. Darüber ist das ein Enderman da unten. Irgendwas Schwarzes, ja freilich. Vielleicht auch mal hier so einen Weg rüber bauen. Die Bäume hier wegschnetzeln. Einen schönen Weg machen. Und da hinten wird sich ein hübscher Garten gut machen, glaube ich. Könnte man mal probieren. Für später. Zuerst mal müsste es Tag werden. Tag, hell, du weißt, hell, Tag machen vielleicht. Oder ich bin mutig und werde vielleicht nochmal sterben. Haben wir was mit? Nein. Warte. Zocki ist größenwahnsinnig. Aber ihr kennt mich ja. Das ist jetzt beim... Wow, das ist jetzt beim besten Willen. Eichensetzling. Ich wollte sagen, es ist beim besten Willen nichts Neues. Oh oh. Ich höre ihn. Der Enderman. Er wird mich holen. Dabei wollte ich nur Kürbisse und das alles haben. Schon mal so zu Sämlingen machen, weißt du? Verstehst du? Ihr wollt niemand was Böses, ehrlich. Die wollte ich mitnehmen, die Holunderdingens. Die kann ich nämlich schon super, die Erde nehmen wir auch mit, die können wir schon voll super bei uns anbauen. Das lasse ich noch kurz. Normalerweise, würdest du das... Ach, leg mich doch mal. Eigentlich, ich wollte nur sagen, müsste das hier eigentlich so bleiben können. Täten tun. Ich tue einfach so, als wenn ich mich totstellen würde, genau. Vielleicht lässt uns dann der Enderman in Ruhe. So, das noch mit. Okay, der will auch mit, der Block. Geht sich eigentlich fast alles aus. Es geht sich aus. Den hau ich später weg. Was willst du, den Baumstamm? So. Wupp. Na, natürlich hüpfe ich daneben. Das ist eh klar. Wow, wir haben es geschafft. Super. Endlich. Endlich.
Wir haben was mal hin. Ich habe was hinbekommen. Wo soll ich das hinschreiben? So. So und so. Ich baue jetzt einfach mal, weil ich es kann, wirklich so ein kleines Beet hin. So, das schaut echt aus wie ein Hochbeet. Und weil ich es kann, wie schon mal erwähnt, werde ich das alles mal ein bisschen einlagern. Boah, das ist so ein Durcheinander hier. So, die Erde. Dann haben wir Setzlinge. So, so und so. Warte, das kommt hier hin. Da ist noch so ein Setzling. Da haben wir noch mehr Setzlinge. Dann Baumwolle. Jetzt ist die Frage, ob das da hier oben auch wachsen würde. Das würde mich wahnsinnigst freuen. Aber ich fürchte, ohne Wasser... Ja. Ohne Wasser wird das wahrscheinlich nichts. Können wir den Schwert fahren hier? Der wird wieder gehen, okay. Also Blümchen und den Schmarrn können wir setzen. Aber was zum Leben, das was wir zum Leben brauchen, geht halt nicht. Okay. Ich tue mal die Blumen dahin. Einfach nur mal so. Der Strauch, wird der wachsen? Tatsächlich. Der Strauch wird gehen. Okay, warte. Ich will ein bisschen versetzt setzen, dass sie Platz haben. Vielleicht wird daraus echt was. Das würde mich wahnsinnig freuen. Da fällt mir aber auch gerade ein und auf, ich kann ja noch keine Harke machen, ne? Was wieder schlecht ist. Was ja wieder schlecht ist. So. Ich probiere das mal reinzustopfen. Das heißt, ich bin momentan noch immer darauf angewiesen. Da haben wir noch ein Schwammerl. Ich bin noch immer ein bisschen darauf angewiesen, erstens die Schwammerl hier zu verarbeiten und ja und so weiter. Warte, hier drüben. Ich möchte noch gerne einen Ofen bauen. Perfekt. Ich baue ihn vielleicht mal hier hin. So. Würde ich sagen, so. Und so, sollen wir ein bisschen Holzkohle machen. Dann ist die Frage, kann ich mit dem Zeug vielleicht wirklich ein Bett bauen? Man kann Fäden draus machen. Ich brauche unbedingt Sämling. Gar keine Diskussion. Erdbeeren. Brombeeren. Geht das hier auch? Keine Ahnung. Normal, die Pilze müssen im Ganzen gepflanzt werden, ne? Da haben wir nur Farbstoff, ne? Ja. Warte. Dann werden wir hier überall ein Sämling machen. Oder machen wir gleich alle. So. Was soll der Geiz? Na, du nicht. Du aber schon. Du auch. Du auch und du auch. Und dann bastle ich noch schnell eine weitere Kiste, wo wir die ganzen Sämlinge schon mal reinschupfen können. Da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Für den Fall, dass wir mal Eisen finden tun, was ganz super wäre tun. Dabadabab, machen wir auch alle. Okay. Ah da, Kürbis, natürlich. Die Kürbissämchen gibt es natürlich am meisten, ist eh klar. Lauchsamen und Brokkoli. Jam, jam, jam. So, vielleicht können wir auch mal eine Brokkoli-Cremesuppe oder so machen. Stimmt, ich wollte noch eine Kiste basteln. Eins und zwei. Und so. Wir müssen dann dringend mal in so eine Höhle rein. Und ich hoffe wirklich sehr, dass wir das Glück haben. Und, so, schnell rein damit. Dass wir das Glück haben, dass wir Eisen finden. Dass ich dann gleich mal so eine Harke machen kann. Weil ich weiß, es gibt die Holzharke. Aber irgendwie kann ich die nicht bauen. Wahrscheinlich brauche ich bestimmtes Holz.
Wahrscheinlich muss vorne Hartholz sein oder was. Ich schaue mir das nochmal an. Warte. Halt. So. Ich schaue mir es nochmal an. Warte. Harke. Nein, nicht so. Harke. Ah, kennt das so nicht. Warte, da muss ich es so versuchen. Hier. Holzhake. Siehst du, ne? Die wäre da, aber man kann sie nicht bauen. Man kann sie verbrennen zu einem... Zu allem. Okay, man kann sie verbrennen. Das ist schon mal gut. Aber wie soll man die verbrennen, wenn man sie gar nicht bauen kann? So, was haben wir da? Die Steinhake ist dasselbe in grün. Die Eisenhake ist die einzige, die es momentan gibt. Also ist jetzt schon Eisen, ne? Und dann hier Bambus. Kannst du nehmen, was du möchtest. Die Goldhake geht auch. Natürlich auch die Diamantene, keine Frage. Aber Holz... Und Stein geht nicht, warum auch immer. Sie ist zwar angeführt, vielleicht haben sie es vergessen machen, aber das klappt halt leider nicht. Das heißt, wir brauchen unbedingt Eisen. Was kann man eigentlich aus Äpfeln machen? Goldäpfel. Noch was? Apfelsaft vielleicht auch? Was ist denn das? Aha. Was ist das? Aha. Ein Imbiss. Mit... Komposter. Was? Kompost ist ein Imbiss. Okay. Oder so was in der Art. Rottenplanz. Ja, warum nicht? Bei uns hier wird alles gefressen, gegessen. Was? Hey, schau, da wächst was. Da wächst was. Hat's hingehauen? Na, so nicht, ne? Kann ich die jetzt ernten mit rechts? Oder hat es mich einfach getäuscht? Das war gar nicht von dem, der Holunderdingens. Scheint da nur so ein Strauch zu sein. Okay. Dann hätte ich den auch vermehren sollen, ich Vollpfosten. Ich brauche was zu essen. So. Wir brauchen was zu essen. Ich habe die Schüssel vergessen, ist eh logisch. So, dann nehmen wir gleich alle vier mit. So, also Schüsselchen. Wir haben hier Schwammerl. Geht dieses Schwammerl auch? Tatsächlich. Tatsächlich, meine Lieben. Aha, so geht's nicht. Weil ich bei denen zwei brauche. Oder wie? Und das da? Das geht wieder. Interessant. Und du? Daraus kann man auch nichts machen. Ah, ist ja auch nicht zum Essen gedacht, Entschuldigung. Fermentiertes Spinnenauge, wer isst denn sowas? Entschuldigung, mir graust es gerade. Entschuldigung. So. Achso, das muss man extra stellen, okay. Also extra machen, so, ja. Mhm. Okay. Dann, ah, den wollte ich vermehren. Warte, den baue ich gleich unten an. Machen wir das so. Vielleicht klappt es ja. Ein dunkler Ort muss das sein. So, Mahlzeit. Mahlzeit. Und yam, yam, yam. So, dann geht das wieder zurück. So, Schüssel, Schüssel. Schüssel, 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 Schüssel. Die Eier konnte man, glaube ich, kochen. So, das tun wir alles zurück. Auch die Pilze. Ich brauche noch eine eigene Kiste für unser Essenszeug. Ich glaube... So, Holzkohle. Schön. So, natürlich habe ich das Holz wieder wohin. Wo habe ich das Holz hingetan? Holz? Da. Holzi, Holzi, Holz. So. Eins, zwei. Das reicht. So. So und so ging das. No. Also gebratene Eier gehen einmal nicht. Da machen wir nur mal Holzkohle. Warte mal, was kann man denn mit dem Ei machen? Da kann man bestimmt irgendwas kochen. Ei, Ei, Ei. Ei, Ei. Pfirsich. Ich wollte nur wissen, was man mit dem Ei machen kann. Muss ich da noch die Zahl dazu schreiben? 344 war es, ne? Was kann man mit dem Ei alles anstellen? Ein Ei, Schönfrüchte, Weizen, Dingens, Schönfruchttasche.
Das hört sich gut an. Was haben wir da? Stachelbeerpastete. Schwarze Heidelbeeren haben wir alles nicht. Ei, Zucker, Heidelbeertorte. Mei, ist das gut. Erdbeerschmaus. Eine Erdbeere haben wir, die müsste ich vermehren. Zucker könnte man aus den Zuckerdingens machen. Wow. Und da ein großer Kuchen, eine richtige Torte. Da brauchst du schon Milch und Soja, was? Milch, Sojamilch, Eier, Zucker und viel Weizen. Ja, grüß Gott, ne? Was bist du? Schokoladenkuchen? Hör auf. Das kann man alles aus Ei machen? Bist du gescheit? Kokosnussgarnelen. Aha. Aber gibt es nicht irgendwas Einfacheres, was wir vielleicht schon bauen können? Da unten dreht schon wieder eine Dings durch. Ich hätte das eigentlich jetzt später machen sollen, ne? Fällt mir gerade ein. Eierpunsch. Ein Gugelhupf. Na, Vanillepudding. Boah, den muss ich mal kochen. Saucepan. A Vanille. Zimt. Schlagsahne. Zimt. Geriebene Muskatnuss. Boah, an Vanillepudding, ich schwöre. Irgendwann, wenn es passt, Vanillepudding. Muss her. Maismehl geht auch. Milch, Eier, Bratpfanne. Du bist doch gescheit. Was haben wir da? Marshmallows. Pfannkuchen. Mehl. Sojamilch, Mehl. Willst du dann. Alter, Kürbismuffin. Dings. Mei, Alter. Also, wir sagen immer Kipferl. Ein Croissant. Jetzt habe ich's. Ein Teig. Du kannst sogar so. Alter, Rührschüssel, Mehl und Ei ergibt Teig. Krass. Da, eine Bratpfanne hätte ich gebraucht für ein Spiegelei. Ach du liebe Zeit, wie baue ich eine Bratpfanne? Aus Eisen wahrscheinlich, ne? Ah ja, natürlich. Gut, wir brauchen Eisen. Jetzt wissen wir's. Und der Part ist zu Ende und es ist schon wieder dunkel. Tut mir leid. Gelbe Holunder. Ich habe echt gedacht, da wächst eine Beere draus. Sicher, Rohstoff, Nahrung. Ich ernte den wahrscheinlich zu früh. Das wird's sein. Huch, da hinten habe ich eine Blume ausgerissen. Das wollte ich nicht. So. Hat sich die gerade vermehrt? Das könnte sein. Na gut, was wollte ich sagen? Richtig, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Erdulden und Ertragen meiner Fails selbstverständlich. Ja, ich hoffe sehr. Die Setzlinge kann ich auch umsetzen. Ach, was soll's. Ich hoffe wirklich sehr, dass ja, nach wie vor euch das LP gefällt hier. Ich weiß, ich bin nicht die Beste auf der Welt, aber wir haben jetzt schon langsam eine kleine Überlebenschance und das freut mich schon mal. Ich muss nur noch Eisen finden und ich werde dann versuchen, mich hier irgendwie in einen Stollen zu graben. Laut alter Maulwurfsmanier vielleicht. Und werde auch gleich ein paar Spitzhacken diesbezüglich machen. Genau das können wir tun. So, zwei Spitzhacken gehen sich, glaube ich, aus. Vielleicht sogar eine dritte. Denke ich mal. Und dann hoffe ich mal ganz stark, dass wir rasch zu unserem Eisen kommen, das wir schon so dringendst benötigen. So, drei. Warte, und der vielleicht? Jawohl. Die erste und die zweite. Sauber. Na fisch, ihr Lieben. Jo, abermals Dankeschön fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!